Worte statt Taten. Von der internationalen Gemeinschaft können die Menschen in Afghanistan wenig Hilfe erwarten. US-Präsident Biden will nur alle US-Bürger und Mitarbeiter rausholen. Dazu gleich live aus Washington Christoph Kohl. Frauen in Angst. Durch die Machtübernahme der Taliban befürchten viele einen Rückfall in dunkle Zeiten. Dazu die Anwältin Hela Aini Rahman-Zai. Megastreik bei der Deutschen Bahn. Ab Montag steht der Personenverkehr still, mit Auswirkungen auch auf Österreich. Einen schönen Freitagabend. Willkommen bei der ZIP-Nacht. Der 20-jährige Militäreinsatz der USA und der NATO in Afghanistan ist gescheitert. Das mussten auch die NATO-Außenminister bei ihrer heutigen Krisensitzung eingestehen. Doch das hilft den Menschen in Afghanistan derzeit wenig. Viele wollen raus aus Kabul. US-Präsident Biden verspricht am Abend, alle Amerikaner nach Hause zu bringen. Auf die Frage eines Journalisten, ob nicht nur alle US-Bürger, sondern auch alle afghanischen Mitarbeiter evakuiert würden, antwortet Biden: Ja, das sei ebenso wichtig, aber es sei eine sehr gefährliche und riskante Mission. Und er könne nicht versprechen, wie sie ausgehen werden. Aber so Biden, alle notwendigen Ressourcen würden mobilisiert. Und in Washington ist jetzt unser Korrespondent Christoph Kohl. Ja, welche konkreten Maßnahmen hat denn der US-Präsident da genau angekündigt? Ja, Joe Biden hat versprochen, dass das Tempo der Evakuierungen erhöht werden soll, etwa durch mehr Personal, das auch eingeflogen werden soll. Und er hat versprochen, dass eben bis zu 65.000 afghanische Helfer und deren Familien ausgeflogen werden sollen. Allerdings, das stockt immer wieder, wie heute zum Beispiel, denn die werden nicht direkt hierher in die USA gebracht, sondern in sichere Drittstaaten, wie zum Beispiel zuletzt nach Katar. Dort sind die Lager aber voll. Also eine schwierige Situation. Gleichzeitig musste der amerikanische Verteidigungsminister hier heute eingestehen, dass auch amerikanische Staatsbürger immer wieder an den Checkpoints von Taliban aufgehalten und auch geschlagen werden. Also hier ist Joe Biden schon in Erklärungsnot, wieso die vermeintlich mächtigste Armee der Welt nicht in der Lage ist, ihre eigenen Verbündeten und Staatsbürger besser zu schützen. Dass die USA Afghanistan so zurücklassen, sorgt für viel Kritik. Hat Biden darauf reagiert? Vielleicht noch eine ganz kurze Antwort. Er bleibt bei seiner Entscheidung, dass der Abzug in dieser Form richtig gewesen sei, dass das Chaos, das wir jetzt erleben, so oder so nicht vermeidbar gewesen sei. Allerdings scheint sich Joe Biden schon auch zunehmend dem Ernst der Lage bewusst geworden zu sein. Nach schwachen Auftritten dieser Woche war diese Rede heute schon etwas staatsmännischer und er hat jetzt auch einen Kurzurlaub abgesagt und bleibt am Wochenende im Weißen Haus, um die Entwicklungen in Afghanistan von dort aus vom Situation Room aus zu verfolgen. Vielen Dank, Christoph Kohl, für diese Informationen in Washington. In Afghanistan selbst gehen die Taliban unterdessen entgegen ihren Versprechungen immer brutaler gegen die Menschen vor, die verzweifelt versuchen, außer Landes zu kommen. Es gibt Berichte von Toten und Verletzten. Und laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch haben sogar schon die ersten Hinrichtungen durch das Terrorregime begonnen. Die Hinrichtungen, so eine Sprecherin von Human Rights Watch, finden abseits der Hauptstadt in den Provinzen statt. Bei den Opfern soll es sich um frühere Regierungsmitarbeiter und Sicherheitskräfte handeln. Am Flughafen in Kabul spielen sich unterdessen immer dramatischere Szenen ab. Vor allem Frauen fürchten, von den Taliban verfolgt zu werden. Amerika, Kanada. Bringen Sie mich raus, sagt diese Frau zu einem britischen Reporter. Mich und meine Tochter, egal wohin. Ich habe keinen Mann, die Taliban wollen mich zwangsverheiraten. Meine Schwester will das mit einer Hilfsorganisation verhindern. Meine Mutter ist Lehrerin und unterrichtet auch Buben, aber das wollen die Taliban nicht. Fatima und ihre Tochter dürfen das Land verlassen. Auf die anderen wartet eine weitere Nacht am Flughafen in Kabul. Was den Menschen, speziell den Frauen, nach der Machtübernahme der Taliban bevorsteht, das wollen wir jetzt besprechen. Und im Studio begrüße ich dazu die Anwältin Hela Aini Rahman-Zai. Schönen Abend. Schönen Abend. Sie selbst sind mit 3 Jahren aus Afghanistan nach Österreich gekommen, haben aber sehr enge Kontakte in Ihre alte Heimat. Was berichten Ihnen Verwandtschaft oder Freunde, was ist seit der Machtübernahme der Taliban passiert? Ja, also ich habe, wie gesagt, wie Sie gesagt haben, Verwandte, aber auch ich habe viel Kontakt zu Journalistinnen und Frauen, die in der alten Regierung aktiv dabei waren, vor allem sich für Frauenrechte eingesetzt haben. Es ist eine große Verzweiflung, was ich anhöre, also am Telefon. Sie haben große Angst, in der ganzen Bevölkerung ist diese Angst jetzt zu sehen. Sie trauen sich überhaupt nicht mehr auf den Straßen. Sogar Männer ziehen sich jetzt traditionell an, wenn sie rausgehen. Die Frauen bedecken sich komplett, weil sie einfach Angst vor den ganzen Repressalien der Taliban haben.
In der Öffentlichkeit sind die Taliban bisher mit sehr moderaten Ankündigungen aufgefallen. Es hat geheißen, niemand muss sich fürchten, der etwa für die alte Regierung gearbeitet hat. Das heißt, diese Einschätzung stimmt mit der Realität nicht überein? Nein, leider nicht. Also man kennt ja die Taliban, wie sie waren. Bisher haben sie sich auch nicht an ihr Wort gehalten, sei es jetzt die letzten 20 Jahre, wo sie Waffenstillstände gebrochen haben. Aber allein in den letzten Tagen haben sie zum Beispiel Kommandanten hinrichten lassen in Kandahar. Sie haben ja gesagt, Amnestie für alle und sie begnadigen alle. Das war überhaupt nicht. Dann wurde eine Frau in der Provinz Nangarhar zusammengeschlagen, warum sie alleine auf der Straße unterwegs ist. Es gibt Hausdurchsuchungen, wobei sie eben gesagt haben, sie werden alle begnadigen, aber es gibt Hausdurchsuchungen sogar in Kabul, in den Provinzen sowieso. Was ist mit den Frauen? Da gab es ja auch die Ankündigungen, jede Frau wird weiterhin sich eine Ausbildung aussuchen können, einen Job aussuchen können. Glauben Sie diesen Ankündigungen? Nein, das glaube ich auch nicht. Die werden, also gerade die Frauen, die schon aktiv dabei waren, gearbeitet haben und sich emanzipiert hatten, die werden konsequent unterdrückt. Zuletzt wurde die Journalistin Frau Dauran wurde nicht in der Arbeit zugelassen, weil ihr Arbeitgeber ist jetzt ein Talib. Und die wurde einfach nicht mehr zugelassen zu ihrer Arbeit, also von wegen, dass die arbeiten dürfen. Das heißt, sie wollte zur Arbeit gehen, wie jeden Tag, und wurde dann wieder nach Hause geschickt. Genau. Ja. Welche Möglichkeit haben dann Frauen, wenn sie sich nicht dem unterordnen wollen? Einfach flüchten. Flüchten, weil wenn man sich den Taliban also widersetzt oder zu Wehr setzt, was passiert dann? Das ist genau das Gleiche wie damals. Sie werden barbarischen Auspeitschungen ausgesetzt, Todesstrafen, Steinigungen, das wird die Frauen dann erwarten, die sich zur Wehr setzen. Welche Unterstützung wünschen Sie sich da in dieser konkreten Situation jetzt vom Westen? Kann der überhaupt was machen? Ja, ich denke schon, der Westen muss jetzt endlich Verantwortung übernehmen. Es gibt zwei Punkte, die ich ansprechen möchte. Der erste Punkt ist, dass die Taliban unter Sanktionen gestellt werden müssen. Man darf die nicht als Verhandlungspartner eben ansehen. Man darf deren Regime nicht anerkennen. Und vor allem muss man sich überlegen, welche Länder unterstützen die Taliban. Diese Länder sollten auch unter Sanktionen gestellt werden. Der afghanischen Bevölkerung ist es, glaube ich, egal, wer sie regiert. Wichtig ist einfach, dass die Leute ihre Freiheit haben, vor allem Frauen frei herumgehen können, arbeiten gehen können und sich eben frei bewegen können. Es sind viele Frauen von den Provinzen in die Stadt Kabul geflüchtet. Und ich erwarte mir vom Westen einfach so eine Luftbrücke, dass gerade eben Frauen, Aktivistinnen, die sich eben aktiv eingesetzt haben, per Luftbrücke rausgeholt werden. Denen muss einfach ein sicheres Rauskommen gewährleistet werden. Gibt es vielleicht auch noch einen Wunsch an die österreichische Regierung, hier aktiv zu werden? Vor allem eben, es soll nicht heißen Abschiebungen, solange es geht, sondern helfen, solange es noch geht, weil man weiß nicht, was die Taliban in weiterer Zukunft machen werden. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Thema Corona jetzt. Schon länger wird über kostenpflichtige Corona-Tests diskutiert, auch als Motivation, sich doch impfen zu lassen. Jetzt setzt Gesundheitsminister Mückstein den ersten Schritt in diese Richtung. Ab November wird es zumindest keine Gratis-Wohnzimmertests aus der Apotheke mehr geben. Mit Ausnahme von Wien gelten die Selbsttests derzeit als 3G-Nachweis. Die Opposition übt Kritik am Minister. Die Neos fordern ein noch rascheres Ende dieser ungenauen Tests, wie es heißt. Die FPÖ fürchtet einen, wie sie sagt, weiteren Schritt in Richtung Impfzwang. Alle, die vorhaben, demnächst mit der Bahn zu fahren, die sollten sich vorweg gut informieren. Ab morgen streikt die Lokführergewerkschaft in Deutschland. Und das hat auch Auswirkungen auf die Verbindungen in Österreich. Es ist der zweite Bahnstreik während der Sommerferien. Die Lokführergewerkschaft hatte ihn schon angedroht, sollte die Deutsche Bahn ihren Forderungen nicht entgegenkommen. Stillstand bei der Angebotsverbesserung durch das Management der DB führt direkt zum Stillstand der Züge in Deutschland. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 3,2% und eine Corona-Prämie von 600 Euro. Eine Nulllohnrunde lehnt sie ab. Die Deutsche Bahn wirft den Lokführern vor, ihren Machtkampf mit der deutlich größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG auf dem Rücken der Bahnkunden auszutragen. Sollten mehrere Gewerkschaften dieselbe Berufsgruppe vertreten, gilt nämlich der Tarifvertrag mit der Mitgliederstärksten. Die Lokführergewerkschaft hofft auf Übertritte, sollte sie bessere Konditionen aushandeln können. Die Bahn will für die Fahrgäste eine kostenlose Streikrufnummer einrichten. Außerdem sollen bereits gebuchte Fahrkarten schon ab morgen flexibel genutzt werden können. Bei Sparpreisen wird die Zugbindung aufgehoben.
Und das war's von der ZIP Nacht. Weiter geht's mit Fußball, mit den Berichten von den Spielen in der 5. Runde der 2. Liga. Wir alle wünschen einen schönen Start ins Wochenende.